Über die Vanucci VAJ3 haben wir im letzten Video schon einiges gesehen. Und im Karton, Achtung Spoiler, war auch die passende Hose dazu. Denn das leichte Sommerjäckchen bringt ja nichts, wenn man in der eigenen Buchse dann im eigenen Saft steht. Deswegen, passend zur VAJ3, die VAT1. Die Textilhose im Set, zum Set. Grundsätzlicher Aufbau gleich. Ein ganz leichtes Material, sehr durchsichtig, sogar noch ein bisschen durchsichtiger und durchlässiger als bei der Jacke, weil das Innenfutter fehlt, zumindest hier am Oberschenkel und in Richtung Kniekehle und dann wieder hochwärts. Ah, da ist so ein bisschen dieses Netzinnenfutter, also genau da im Hüftbereich, da wo man drauf sitzt, da kann man natürlich ein bisschen mehr Komfort brauchen. Und ich sehe gleich, sie passt natürlich nicht nur konzeptionell und auch optisch zur Jacke, auch mechanisch, denn da ist er, der kurze Verbindungsreißverschluss, den es ja auch an der Jacke gibt. Da werden sie zusammengenietet und dann rutscht es dir nicht mehr allzu hoch auf den Rücken. Genau, Protektoren haben wir, das ist die Anleitung, in den Knien, genau, da haben wir sie wieder, wie auch schon bei der Jacke. Von außen ist die Protektorentasche zugänglich per Reißverschluss und dann ist da auch wieder dieser Xelion Protektor drin. Entsprechend müsste dann hier auch das CE-Label, dass die Textilhose, wie draufsteht, VAT1 von Vanucci zu einer persönlichen Schutzausstattung der Klasse A klassifiziert. Also, wenn irgendwann mal oder in irgendwelchen Ländern aktuell schon nicht nur Handschuhe oder Schuhe als genormtes Material vorgeschrieben sind, dann fährst du mit dieser Kombi auch rechtlich safe und im Falle des Falles auch medizinisch safe. Interessant, das ist mir eben aufgefallen, ich habe ihn nämlich beinahe abgerissen. Das hier ist kein Druckknopf und das habe ich so auch noch nicht gesehen, ich finde es eigentlich ziemlich cool, das ist so eine Art bei Schiebeverschluss. Muss man nämlich erst hier machen, Klick und dann geht es auf. Das macht natürlich nach der Kaffeepause mit einem ordentlichen Stück Kuchen im Bauch viel Sinn, weil dann bleibt der Knopf nämlich zu. Taschen, nicht ganz unwichtig. Zweimal außen vorn und dann noch am Gesäß auch noch zwei. Wobei ich mich natürlich immer frage, was ich auf dem Motorrad in der Gesäßtasche habe. Aber das ist ja, hier geht es nicht um mich. Oh, das ist schön. Das vermisse ich nämlich bisweilen bei sehr leichten Textilhosen. So eine Art Rutschschutz für genau den Teil des Popos, wo man auf der Sitzbank sitzt. Und wenn da dann auch noch ein rutschiges Material ist, dann wärst du immer so ein bisschen Rodeo. Da sind jetzt hier bei der VAT1, ich werde es irgendwann mal noch lernen, entsprechende Gummistreifen aufgenäht. Das ist gut, das gefällt. Aus Material, wie auch bei der Jacke, ein abriebfestes Cordura-Material, hier dann noch mit ein bisschen Elastan und Polyamid verstärkt, genau wie hier. Das sieht erstmal gut aus und das sind ja dann auch diese berühmten Sturzpositionen. Also das sind quasi genau die Positionen, wo bei einer Jeans zum Beispiel das Kevlar hinterwebt ist. Da ist das quasi Cordura gerade draufgewebt und dann kommt so die Abriffestigkeit an den Sturzstellen zustande. Sehr schön. Die wichtige Frage ist natürlich, für wen ist es und was kostet es? Wie die Jacke auch, die VAT1 für Herren und Damen erhältlich. Die Damengrößen sind die 34 bis 46 und in der Herrengröße von 46 bis 62. Es muss allerdings dazu gesagt werden und da auch bitte drauf achten. Louis selbst gibt die hier quasi mit einem Slimfit Medium Waist Größe an, also da vielleicht mal eine Nummer größer wählen, bevor man allzu sehr enttäuscht wird oder seiner eigenen Waage nicht mehr glaubt. Preis 199,99 derzeit im Louis Shop und in den Louis Filialen des Vertrauens zu haben. So, da haben wir das Set im Set, das leichtgewichtige, luftdurchlässige Duo von Louis für diese Saison. VAJ3, VAT1, sieht man ja, das passt optisch schon mal sehr gut zusammen. In die Jacke bin ich hier reingeschlupft, das habt ihr ja gesehen, in die Hose werde ich nicht reinschlupfen, das will auch keiner sehen. Deswegen
mutig in die nächste Filiale und einfach mal reingesprungen ist. Vielleicht ist es ja was für Leute, die ein bisschen hitzeempfindlicher sind und auch mal bei hohen Temperaturen fahren wollen. Genau. Manucci, VAT und VAJ3. Nur schauen wir mal, ob es das wird. Ich probiere es auf jeden Fall mal aus, wenn es ein bisschen wärmer geworden ist. Bis dann und ciao.